Wir zocken heute mal ganz ein anderes Game. Mal nix mit Shooter oder so, sondern ein bisschen was Entspannteres und etwas, das ich gerade aus den Jänner-Angeboten im Play Store ergattert habe. Mal gucken, ob das was ist. Ist eher ein einfaches Gameplay, denke ich jetzt mal. Also vielleicht nicht von den Rätseln her, die kommen werden, wenn Rätsel kommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben es angeguckt und haben gedacht, oh, das ist ganz nett und ist für Weihnachten in Ordnung. Habe aber dann entdeckt, tatsächlich, dass das einen gewissen Toilettenhumor hat. Und für alle, die jetzt denken, was labert die? Entschuldigung. Und für alle, die jetzt denken, was labert die? Also es ist Toilettenhumor. Moment. Wir drücken jetzt mal. Ich habe kurz mal nur in das Spiel reingeguckt, weil ich es eben sehen wollte, ob das jetzt überhaupt ein bisschen was wert ist. Beziehungsweise ob es zum Stream interessant sein könnte. Ob es jemanden interessiert. Und ich glaube, es wird lustig. Es ist eben nicht so ein typisches Shooter-Game oder aber wird lustig. Bin ich mir sicher. Also, wir gehen mal auf neues Game und jetzt haben wir's, ja? Magst du Toilettenhumor auf alle Fälle, ey. Schwarzer Humor und Toilettenhumor brauchen wir. Gerade zu Weihnachten, ne? Also da sollte man ja vieles mit Humor sehen, damit man nicht ganz zu sehr in diesen Weihnachtsstress kommt, den ich eigentlich nie habe. Aber egal. Und ja, gib alles, ne? Alles an Toilettenhumor, dass du irgendwie hergeben kannst. Paris, eine heiße Julinacht. Oh. Und da haben wir den Björn. Der Björn ist der Hauptheld. Keine Ahnung, weiß nicht. Mein Name ist Björn. Ich versuche mal, die Männerstimmen nachzumachen. Versuch's. Ich glaube aber nicht, dass das was wird. Da mache ich mir eher lächerlich, aber egal. Hallo? Herr Tonen? Oh. Sie schweben in Lebensgefahr. Wollt ihr es lieber lesen oder soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden noch sehen, vielleicht kriege ich das noch hin. Also sehe ich auch immer aus nach der Weihnachtsfeier. Genau so nämlich. Ja, mal ganz was anderes heute. Ich habe das erste, was mir in den Sinn kam. Es schien nicht zu sein, aber dann... Bäm! Ich fiel auf den Boden. Ja, das kann schnell mal passieren. Plötzlich wachte ich auf. Dieses Geräusch. Das Telefon. Ich halte in und nahm ab. Björn, warum zur Hölle bist du noch zu Hause? Entschuldigt. Entschuldigt. Tom, ich stecke in Schwierigkeiten. Sag mir nicht, dass du vergessen hast, dass wir heute angeben wollen. Entschuldigung. Tut mir leid. Komm sofort her. Ich bin voll die schlechte Synchro. Ich glaube es nicht, ey. Okay. Puh. Tut mir leid, ich glaube, ich kann nicht kommen. Ich muss etwas Wichtiges erledigen. So, wie ich dich kenne, wirst du deine Meinung nicht ändern. In Ordnung, dann komm heute Abend einfach zum Abendessen, dann kannst du mir mehr erzählen. Voll der Psycho. Er ist echt geschädigt. Ich glaube, ich lasse das. Okay, ich tue mein Bestes. Bis denne. Oh, mein Kopf tut weh. Was ist passiert? Was ist passiert? Was laberst du, Junge? Ich glaube, jemand war in meiner Wohnung. Er muss mich bewusstlos geschlagen haben. Bevor ich es der Polizei melde, sollte ich besser nachsehen, ob etwas fehlt.
Es wäre echt einfacher, wenn die selber synchronisieren, ne? Also, wie werde ich meine Suche beginnen? Ich denke mal nicht, oder? Dieses Gemälde hat etwas. Ja, Sonne. Es gibt aber mehrere Interpretationen für das Muster. Anhänger Erich von Duncans meinte, es stellt ein UFO dar, das die Erde am jüngsten Tag zerstört. Aber manch anderer sagt, die Wahrheit ist da draußen. Aha. Ah hier, das sollte das UFO sein, ich verstehe. Oh, ist das nicht... Ja, dieses UFO ist eigentlich ein Keks. Raffinierte Aliens. Ich frage mich, was ich damit machen könnte. Entschuldigung. Es ist... Kekse sind besondere Gegenstände, die überall verteilt sind. Es gibt 3 Kekse in jeder Szene. Sammle sie, um Hilfe im Spiel zu erhalten, wenn du mal nicht weiterkommst. Gut. Piero della Francesca. Das könnte Stein von Frankreich bedeuten. Oder vielleicht Pommes frites. Sehr aufschlussreich. Ich lese hier gerne meine Comics, deswegen brauche ich eine Lampe. Dieser Sessel sieht schön aus. Aber eigentlich ist er furchtbar. Wenn man eine Stunde drin gesessen hat, kommt man nicht mehr raus. Ich kenne das hier. Ich kenne das. Die Packung Chips habe ich letzten Monat verloren. Ja, mache ich immer. Das mache ich auch immer so. Chips aufmachen, wenn man Lust drauf hat, dann esse ich so ein paar, vielleicht eine Handvoll und dann bleiben sie liegen und ja. Vielleicht habe ich einen Monat später dann wieder Lust drauf. DVD-Player? Oh, der liest sogar die VHS-Kassetten, ey. Purer Luxus. Ich kann sie nicht öffnen, seltsam. Da ist kein Schloss. Aha. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass eine brandneue Next-Gen-Konsole, die man haben muss. Irgendwie fühle ich mich hintergangen. Ja klar, hunderte Fernsehzeitschriften, natürlich. Wie das aussieht. Schneewittchen und ihre 3 kleinen Schweinchen. Ich liebe Animationsfilme. Sie erinnern mich an meine Kindheit. Schneewittchen und die 3 kleinen Schweinchen. Oh. Sexy Max Films. Ey Jungs. Solche Filme könnt ihr ruhig liegen lassen, ne? Wenn ich zu Besuch komme, ich bin die Erste, die sie in den DVD-Player schmeißt. One Disc, keine Sonderausgabe, DVD. Warum steht da nicht jugendfrei auf der Rückseite? Ja, warum? Sicher ein Fehler. Ja, das ist ja schön. Aber wo ist das Menü? Ah, Moment. Sexy Max Films. Noch nie von der Firma gehört. Da ist Schneewittchen. Was macht dieses Schwein da? Ein modernes Remake. Okay. Diese Pflanze sieht aus wie ein Zombie. Vielleicht sollte ich sie öfter gießen. Moment. Ups. So schade, so schade.
Eine meiner Schuhe, meine Lieblingsschuhe für den Winter. Sie halten meine Füße warm und das ist wichtig. Leute, es ist wichtig. Ich frage mich, wo der andere ist. Was zum... hey, so sah das gestern... Ja, ganz bestimmt. So sah das gestern nicht aus. Der Einbrecher muss draufgetreten sein. Ernsthaft? Was für ein Dieb fällt über Müllbeutel? Ja, ja, Junge. Ich bin so genervt, dass ich ihn einfach liegen lasse. Eine Lösung. Da haben wir einen Keks. Sie funktioniert wie eine alte Bratpfanne. Ich schwöre es, ich habe schon mal Eier da drauf gebraten. Sieht gut aus. Ich sollte zum Friseur. Ja. Scheint eine Konservendose zu sein. Ich sollte versuchen, sie mir zu nehmen. Es ist hoch, so hoch. Ah, nicht hoch genug. Ich bin 1,50 Meter groß. Ist nicht wahr. 1,57 Meter. Also für mich ist fast alles so hoch. Mindestens haltbar bis Oktober 1998. Mindestens, nicht ausschließlich. Wichtig. So. Das ist die einzige Tür mit einem Schloss. Daher bewahre ich hier drin etwas Geld auf. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schlüssel? Staubsauger, Bügeleisen, Putzmittel, lauter nutzloses Zeug. Ja. Mhm. Die ist ganz leer. Bis auf die 100 Kakerlaken, die da drin leben. Der Bildschirm, ich muss jetzt kurz mal gucken. Ich kann den Bildschirm nicht kleiner machen, aber ich sehe das nämlich fast nicht. Aber egal, das lassen wir jetzt einfach mal so. Da unten liegt auch noch ein Schuh. 100 Grad Fahrenheit. Was? Es sind 100 Grad draußen? Fahrenheit? Es ist 100 Grad da draußen. Fahrenheit. Okay. Interessant, ey. Was macht der? Ich habe alle möglichen Krimskrams in diesen Netzen gesammelt. Aha. Ich wollte sie nicht wegwerfen, aber gleichzeitig habe ich auch nicht vor, sie nochmal anzurühren. Nee, ich mache diese Netze nicht auf. Es war so schwierig, den ganzen Krempel da reinzubekommen. Ich habe diese Statue vor ein paar Monaten bekommen. Ich weiß nicht genau, was dieser Vogel darstellen soll, aber so cool aus. Hey, Moment mal. Entschuldige? Auf dieser Statue stand eine Tafel. Ich erinnere mich genau, weil sie runtergefallen ist als die letzte Statue, blablabla. Aber ich weiß, dass ich sie zurückgestellt habe. Da war eine Tafel mit einem Blitz drauf. Sie ist weg. Und ich kann sie nirgendwo im Zimmer sehen. Also muss dieser Dieb sie mitgenommen haben. Aber warum? Ich erzähle der Polizei besser davon. Ja, vor kurzem habe ich Werbung gemacht, um meinen Laden zu bewerben. Ich habe das ganze Zeug hergebracht, um ein Bild davon zu machen, damit es authentisch aussieht. Okay. Meine Taschenlampe. Ich hatte sie in meiner Hand, als ich letzte Nacht bewusst geschlagen wurde. Nur ein kleines Problem. Die Batterien sind leer. Ich brauche einen Ersatz. Ei, ich bin's, Björn, der Pirat. Ah. Ziemlich praktisch.